Ja, dann ist natürlich nur die Frage, was könnte jetzt das nächste große Vorhaben sein? Weil man braucht natürlich auch irgendein Ziel. Was mir ja spontan noch einfiele, wäre mal hier den Weg noch so ein bisschen zu verschönern. Ich glaube, ich würde hier die Seitenstreifen gerne noch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Und ich glaube, da hinten in der Kiste müssten wir noch so ein bisschen bemoosten Bruchstein haben. Dann würde ich da mal nachschauen. So, genau hier 19 bemoosten Bruchstein haben wir noch. Und den würde ich hier mal so abwechselnd reinpacken einfach. Sieht auch sicher ganz nett aus. So, hier noch so ein bisschen. Und dann hier kommt mal einer rein. So, und hier auch mal eben. Und dann vielleicht nochmal so auf die Seite. So, wir haben ja eine ganze Menge davon. Das ist ja schon mal ganz gut. So, und hier kommt das auch mal eben rein. So, jetzt haben wir noch 5 Stück übrig. So, dann kommt hier mal einer rein und ja, hier kommt auch mal eben einer rein. Und hier an die Seite kann man auch nochmal einen reinpacken. Ja, und hier packe ich einfach mal 2 rein. So verschwenderisch einfach. Gut, dann haben wir das mal gemacht. Man könnte hier auch theoretisch noch so ein Gebäude anbringen an der Allee. Das wäre auch eine Möglichkeit. So, erstmal hier so ein bisschen schön Schnitzel essen. Wir haben doch noch so ein paar Baumaterialien. Ja, vielleicht kann ich da ja mal was vorskizzieren. Dann könnte hier der Eingang sein, theoretisch. Dann müsste ich aber die Laterne wegräumen. Obwohl ich weiß nicht, ob ich das möchte. Obwohl der Eingang könnte auch hier sein. Also hier so ein bisschen. Dann könnte man auch so eine Doppeltür machen. Was auch eine Möglichkeit wäre. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das so schön finde. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht kann man hier einfach mal so eine Plattform anfangen. Und da kann dann vielleicht später noch so ein Gebäude draus werden. Ja, jetzt eine konkrete Idee habe ich jetzt nicht. Aber man kann ja mal so ein bisschen herumprobieren. So, da kommt hier erstmal so eine kleine Plattform hin. Vielleicht kann man hier auch so ein Pavillon machen. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Wäre ja auch mal eine Idee. So, ich glaube hier das Holz da unten würde ich mal eben wegreißen. Das sieht ja nicht so schön aus. Und wir können ja auch mal schlafen gehen. So langsam. So, machen wir einfach mal hier im Türmchen. So, und dann mal gute Nacht. Dann schlafen wir mal hier so ein bisschen. Genau, und dann schauen wir mal, was hier noch daraus wird. Ja, man könnte hier eigentlich den Eingang machen. So, aber erstmal stelle ich die Plattform hier mal fertig. So, hier 1, 2, 3. Okay, das war natürlich wieder mal falsch. Aber ist natürlich auch schwer, sich hier bei der Hitze zu konzentrieren. So, genau. Dann hier noch so ein bisschen, hier noch so ein bisschen. Und dann kommt hier einfach alles voll mit Brettern. So, da ist natürlich wieder mal hier so ein bisschen Konzentration angesagt. So, hier noch so ein paar Bretter und hier nochmal so ein paar Bretter. So, das kommt hier einfach mal alles voll. Und ja, während ich das hier baue, kann ich mir mal überlegen, was das hier eigentlich werden soll. Genau, das kann ich mir nochmal so ein bisschen genauer überlegen. Da ist natürlich wieder auch mal so die Kreativität gefragt. So, hier die Laterne kommt weg, weil dann würde ich hier einfach mal so den Eingang machen. So, das mache ich erstmal hier so mit einem Trampelpfad. Genau, und dann gucken wir später einfach mal, was noch daraus wird. Das müssen wir dann mal gucken.
So, aber wir haben jetzt gar nicht mehr allzu viele Baumaterialien. Und ich glaube, das ist mir auch so ein bisschen zu nah an den Bäumen. Das würde ich, glaube ich, anders machen. Dann würde ich halt hier vielleicht noch so ein paar Reihen Erde hinmachen. Das ist dann, glaube ich, die bessere Idee. So, Holz, Holz, Holz. Kommt dann mal hier alles weg. So, und das wird dann einfach durch so ein bisschen Erde ersetzt. So, Erde, Erde, Erde. So. Kommt hier einfach mal alles voll. Genau, und dann kommt ja auch mal der Trampelpfad weiter. Genau, und dann können wir mal gucken, ob das hier nach was aussieht. So, vielleicht benutze ich ja dann auch Stämme für das Gebäude, dann wäre es auch so ein bisschen einheitlich. Obwohl, das sieht dann vielleicht auch so ein bisschen zu monoton aus. Vielleicht sollte man auch mal verschiedene Baumaterialien verwenden. Das ist dann vielleicht auch nicht verkehrt. Aber hier hat man auch so eine schöne Aussicht auf die Wiese. Also das kann man ja auch mal machen. Ich glaube, das erweitere ich hier nochmal so ein bisschen in die Richtung. So. Und hier noch so ein paar Holzbretter. Ja, und dann hat man hier halt so eine kleine Plattform, wo man halt noch irgendwas draus machen kann. Also was genau wir daraus machen, müssen wir dann uns nochmal überlegen. Ja, ich könnte noch so ein paar Stämme sammeln. So, oder ich könnte das Gelände hier noch so ein bisschen begradigen. Oder was ich auch mal machen müsste, ich müsste nochmal ganz dringend so ein paar Diamanten mir holen, denn ich hätte gerne einen neuen Diamantenbrustpanzer. Das wäre doch schon mal ganz nice, wenn wir so einen hätten. Ja, ich schau mal hier, wie die Plattform aussieht. Ja, sieht natürlich noch sehr basic aus, also... Ja, müssen wir noch mal gucken, was wir daraus machen. Müssen wir uns noch mal so ein bisschen besser überlegen. Ja, müssen wir schauen einfach. Habe ich, genau, Setzlinge habe ich. Das ist sehr praktisch, dann können wir auch sofort nachpflanzen. So, das kommt weg, dann kommt dann Setzling hin, dann kommt das hier mal eben ran. So, dann hier ebenfalls ein Setzling und du, mein Freund, du kommst natürlich auch mal eben weg. So, dann hier noch so ein Setzling. Ja, Stämme sammeln ist irgendwie immer so zeitintensiv. Also ich habe das Gefühl, alles, was wir hier machen, ist einfach nur Stämme sammeln. Aber abgesehen davon machen wir jetzt nicht so viel. So, den Stamm, den lassen wir auch mal eben mitgehen. So, dann haben wir auch schon so 38 Stämme. Und dann können wir mal gucken, was wir damit noch so fabrizieren werden. Ja, schauen wir einfach mal. Vielleicht kann man dann hier so Seitendinger machen. Und hier wäre dann ja der Eingang. Das macht man dann vielleicht so. Dann haben wir hier so einen Dreierabstand und hier haben wir auch einen Dreierabstand. Also das könnte man schon so machen. Ja, ich probiere hier einfach nur mal so ein bisschen rum. Ist jetzt nichts Professionelles oder so. Das ist nur ganz rudimentär hier. So, und dann hier nochmal... So ein Stamm hin. Okay, lassen wir es so oder machen wir es noch so ein bisschen größer? Vielleicht mache ich das erstmal so und dann können wir später noch ein bisschen größer machen, wenn wir das wollen. So, das hier kommt eben mal weg und dann kann ich den Stamm hier auch bis zum Boden lang ziehen. So, und hier, der kommt auch mal bis zum Boden. Und das kann ich ja bei den anderen Stämmen auch mal machen. So, hier unten müsste ich auch vielleicht ausleuchten. Nicht, dass es zu dunkel wird. So, und der hier kommt auch mal eben bis zum Boden. So, und dann schaue ich nochmal auf der anderen Seite. Genau, der muss natürlich auch noch so ein bisschen tiefer. Genau, dann sieht das jetzt erstmal so aus.
Okay, ich weiß ja nicht, ob ich davon jetzt so ein großer Freund bin. Ja, aber ich würde sagen, wir sammeln hier noch so ein paar Baumstämme. Dann kann ich da noch so ein bisschen weiter herumprobieren. So, und der kommt ja auch mal eben mit. So, und hier und hier. Und hier noch so ein bisschen Holz mitgenommen. So, leider habe ich jetzt keine Setzlinge mehr. Genau, aber dann sammeln wir hier nochmal so ein paar ein. Genau, dann kommt hier ein Setzling hin und den hier, den nehme ich auch mal eben mit. Okay, dann haben wir wieder mal so ein paar Stämme. Ist ja auch mal gut. Vielleicht macht man hier auch an den Seiten so Stämme hin. Das wäre auch mal eine ganz gute Idee. Das kann man dann einfach so machen hier. So, und hier nochmal. Vielleicht müsste ich auch mal eine andere Form wählen, weil hier nur so ein Rechteck ist ja auch ein bisschen einfallslos. Müsste man, glaube ich, noch so ein bisschen interessanter machen. Aber erstmal kommen hier die Dinger hin. Vielleicht kann man hier nochmal so ein bisschen nach außen gehen. Ist dann vielleicht ein bisschen nicer. Vielleicht macht man das so einfach. Hat man halt auch so ein bisschen so eine andere Form als immer nur so ein Rechteck. Dann kann man hier nochmal so ein paar Stämme hinmachen. So ein paar Stelzen. So, und dann hier nochmal so ein paar Büppel nach außen. Genau, und in die Mitte kommen dann noch so ein paar Bretter hin. Und hier würde ich auch gerne Stämme hinmachen eigentlich. Genau, und die kämen auch hier an die Seiten, aber ich habe leider keine Stämme mehr. Was jetzt ein bisschen blöd ist. Ja, die gehen wirklich schnell alle. Aber da hinten, da kann ich nochmal so ein bisschen was mitnehmen. Das geht ja schon. Habe ich, ach doch, ich habe einen Setzling. Das ist schon mal schön. So, dann kommt hier mal ein Setzling hin. Und hier, den nehmen wir auch mal eben mit. Gut, jetzt habe ich leider keinen Setzling zum Nachpflanzen. Hat dort zufällig irgendwas gedroppt? Ich schau mal. Und das wollte ich jetzt ganz und gar nicht machen. Okay, droppt hier wirklich kein Setzling. Das kann doch nicht sein. Also da muss mal einer droppen. Irgendwann. Habe ich nicht, genau, meine Eisenhacke, die habe ich. Ja, dann hier nochmal so ein bisschen der Durchrasierer einfach. Haben wir hier knallhart so ein bisschen durchrasiert. So, dann haben wir einen Setzling. Und der kommt dann mal hier rein. So. Dann haben wir auch gleich, wow, 14 Eichenstämme. Und wir haben auch kein Setzling zum Nachpflanzen. Ja, ich glaube, erstmal würde ich schlafen gehen. So, und dann schlafen wir wieder mal so ein bisschen. So, und dann wieder mal aufgestanden. Okay, ich frage mich, warum hier keine Setzlinge droppen. Das ist schon so ein bisschen komisch. Okay, immerhin, jetzt haben wir einen Setzling und jetzt sogar einen zweiten. Okay, das nehmen wir einfach mal mit. Immerhin. Noch so ein paar Setzlinge. So, mit den 14 Stämmen werden wir bestimmt auch richtig weit kommen. Das wird hier richtig monumental alles werden. Das ist ja mal klar. So, dann hier nochmal einen Stamm hin. Und dann wird auch nochmal die Seite gemacht. So, und hier kommt auch nochmal eben ein Stamm hin. Genau, und der darf natürlich auch hier nicht fehlen. 1, 2, 3 und hier reicht es dann nicht mehr. So, dann hier 1, 2. Und dann kann ich unten nochmal so ein bisschen Holz sammeln. So, da haben wir auch mal das Holz. Ja, der Baum, der ist ein bisschen im Weg. Den reiße ich dann später vielleicht weg.
Und eigentlich müssten da auch noch Stämme hin,